Bulli auf dem Weg zur Arbeit. Dampflok 80039 und ihre Dampfgefährten fahren zum Streckenfest nach Lipborg-Heintrop. Doch bevor der lange Konvoi auf die Strecke gehen konnte, hatten die Hammer-Eisenbahn-Freunde schon einen ganzen Tag lang zu tun. Bereits am frühen Morgen werden die beiden betriebsfähigen Dampflokomotiven des Vereins aus dem Schuppen gezogen und zum Anheizen auf ein Abstellgleis rangiert. Anheizen im vereinseigenen Lokschuppen wäre keine gute Idee. Man würde sich nur selbst einräuchern, denn der Schuppen besitzt keinen Rauchabzug. Angeheizt wird nicht mit Kohle, sondern mit Bauholz. Das bekommen die Eisenbahnfreunde von Bauunternehmern geschenkt. Aber das ist nicht der einzige Grund für die Wahl des Heizmaterials, weiß Heizer Ralf Görke. Wir heizen mit Holz an, weil das Holz billiger ist als die Kohle. Die Kohle müssten wir teuer kaufen. Das Holz ist Abfallholz, Bauholz. Das bekommen wir eigentlich kostenlos gestellt. Und für den Kessel ist es schonender, wenn das mit Holz angeheizt wird, weil das Holz nicht so eine hohe Temperatur hat wie die Kohle. Weil vor allem, wenn der Kessel jetzt kalt ist und sofort mit Kohlenfeuer, von wegen, was eine enorme Temperatur hat, dann würden da Wärmespannungen entstehen, die nicht gut wären. Dann kommt aber nach 3 Stunden doch die Kohle ran und das nicht zu knapp. Mit 6 Tonnen werden 80039 und die Dampflok Radbot beladen. Schließlich wird es ein ganzes Wochenende lang heißen, Volldampf voraus für die beiden Dampfrascher. Mit Putzlumpen bewaffnet gesellt sich am Nachmittag auch Michaela Quante zu den kräftigen Jungs. Wer aber meint, die gängige Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau sei damit in Hamm gewahrt, der irrt gewaltig. Michaela ist die Lokomotivführerin. Wie wird man das eigentlich? Wenn man dann 45 Heizerschichten hat, dann kann man noch die Ausbildung zum Lokomotivführer beginnen. Ja, und die habe ich dann auch hier im Verein gemacht und bin dann 1999 geprüft worden. Da kommen dann externe Prüfer. Aber der Verein selber muss das auch dürfen, muss ausbilden dürfen und muss einen Ausbildungsausschuss haben. Und das ist bei uns so. Ein Lokführerprüfungsausschuss haben wir also da. Das klingt ja alles ganz einfach, zumindest in der Theorie. Doch in der Praxis gibt es in Deutschland nur 2 Frauen mit der Lizenz zum Führen einer Dampflok. Michaela ist eine davon. Und wenn die studierte Maschinenbauingenieurin als Herrin über die Räder und Ventile den Zug auf die Strecke bringt, sieht es ja auch kinderleicht aus. Fast so ein bisschen wie Autofahren. Reglerhebel, unser Gaspedal. Und das hier, das ist die Steuerung. Das ist so wie eine Kupplung beim Auto. Und hier, das ist die Bremse. Der ganze Tross, bestehend aus 2 Dampfloks, einer Diesellok, 4 Güter, einem Gepäck- und 5 Personenwagen, wird nun vom Betriebsgelände in Hamm zum vereinseigenen Bahnhofsareal nach Lipborg gebracht. Der Kohlenachschub darf natürlich nicht abreißen. Steinkohle ist aber nicht nur das Lebenselixier der Lokomotive. Kohle war auch das schwarze Gold für die Region, in der die Museumseisenbahn nun unterwegs ist. Die Stadt Hamm ist das östliche Tor zum Ruhrgebiet. Wir passieren die ehemalige Maximilianszeche. Lange schon ruht hier auf der Zeche der Verkehr. Die alte 44 und der historische Bahnsteig sind nur noch Ausstellungsobjekte. Zusammen mit 18 anderen stillgelegten Kohlezechen und Hüttenwerken hat man sich im Ruhrgebiet zur Route Industriekultur zusammengetan. Der Steiger arbeitet hier nur noch als Kunstinstallation.
Die alte Kohlenwäsche, heute ein übergroßer Elefant. Das war einmal ganz anders. Montanindustrie und Eisenbahn waren im Ruhrgebiet aufs Engste miteinander verflochten. Die Eisenbahn war nicht nur das erste Verkehrsmittel, das Kohle und Erz in industriellem Maßstab transportieren konnte. Die Bahn war auch selbst der größte Abnehmer dieser Rohstoffe. Auch ihr Ende sahen sie gemeinsam. Das Ausrangieren der alten Dampflokomotiven und der Niedergang des Bergbaus geschah zur gleichen Zeit, in den 60er Jahren. Unser Zug ist bereits am vereinseigenen Bahnhof in Leeborg-Heintrop angekommen. Mittlerweile wird schon kräftig rangiert. Wir kriegen alles planmäßig über die Bühne und wir können den nächsten Zug um 15.30 Uhr, wie sich das gehört, in den Fahrt bringen. Bei der nächsten Fahrt werde ich dann mal als Sicherungsposten mitfahren. Das wäre vielleicht ganz gut. Für den Fall, dass wir da oben irgendwie mehr Publikumsverkehr haben. Genau. Das dann mal überwachen. Beim Streckenfest geht's ziemlich rund. Und das historische Karussell ist schon deswegen hier am rechten Platz, weil es altersmäßig genau zu den alten Dampfrössern passt. Fast magnetisch wirken die Loks auf die ganz kleinen Besucher. Getreu der Devise, je älter die Lok, desto jünger die Gäste. Der Enkel ist Lok-Fan, genauso wie sein Opa. Darum gelten für Kinder und Familien auch besonders günstige Fahrpreise. Vier. Ich bin sieben. Du bist sieben. Zwei Erwachsene. Machen wir Familienkarte, ne? Das ist nach Intropos. Die Vereinsmitglieder tragen nicht nur historische Dienstbekleidung. Jeder hat hier auch seine klar umrissene Funktion. Ich bin hier in dem Verein der Zugführer. Das heißt also für all das verantwortlich, was sich hinter der Lok abspielt. Was ist das? Das ist also die Betreuung der Fahrgäste, die Sicherung des Zuges. Also vorher gucken, ist alles richtig gekuppelt, verschlossen und gemacht. Führen alle zu, überhaupt für die gesamte Sicherheit und für den reibungsgemäßen Ablauf sorgen. Ne? Was machen Sie hier? Ich mache Ausbildung zum Zugführer und soll all das lernen, was der Kollege gerade eben erklärt hat. Im Mittelpunkt der Vereinsarbeit steht natürlich die Restauration der alten Dampflokomotiven, die alle in Hamm und der Region im Einsatz waren. Lok 80039 ist gerade erst in dreijähriger Arbeit überholt worden. Federführend dabei Maschinenbauingenieurin Michaela Quante. Ich finde eben die Dampflokomotive besonders faszinierend, weil man da die Technik so deutlich sieht. Auch wenn sie arbeitet, wenn sich das bewegt. Diese Mechanik, die ist einfach ganz deutlich zu erleben. Und da diese Lokomotive eigentlich die erste Lokomotive ist, die der Verein erworben hat, 1980, also die erste eigene Dampflokomotive, die man auch selber aufgearbeitet ist. Man ist nur ein Jahr vorher noch mit einer 44er quasi im Auslaufbetrieb gefahren. Aber so ist das eigentlich so unser großes Schmuckstück. Und da wollten wir die Lokomotive unbedingt natürlich wieder in Fahrt bringen. Letzte Vorbereitungen für eine perfekte Fahrt in die Vergangenheit. Selbst beim Stückgut wird in Hamm streng auf historische Echtheit geachtet. Allein der Kofferinhalt entzieht sich unserer Kenntnis. Zum Personenzug nach Introp bitte einsteigen und die Türen schließen. Und endlich geht es los.
7 Kilometer ist die Strecke zwischen Lippock-Heintrop und Hamm-Üntrop lang. Hier wird der Zug nun ein ganzes Wochenende lang hin und her pendeln. Und der Verein muss beweisen, wie gut er gearbeitet hat. Denn für die frisch restaurierte 80039, Jahrgang 1929, ist es fast so eine Art zweiter Jungfernfahrt. Wir können es vorwegnehmen. Der Verein hat hervorragende Arbeit geleistet. Dampfross 80039 ist unterwegs wie ein junges Fohlen. Egal ob dritte, zweite oder erste Klasse, auch die Personenwagen sind historisch exakt restauriert. Bis hin zu den Details. €4 kostet die Fahrt in der zweiten und dritten Klasse. €5,50 in der sogenannten Polsterklasse. Probleme mit den Fahrgästen kennt die Museumseisenbahn nicht. Ganz im Gegenteil. Darf ich dir noch mal eben die Fahrscheine sehen? Bitte schön. Danke. Gibt es in Ihrem Zug hier auch Schwarzfahrer? Selten. Bei uns im Museumszug kommt das nur sehr selten vor. Ab und zu geben die Leute sogar noch 1, 2 oder manchmal auch 3 Euro dabei. Also was mehr ist als der normale Fahrpreis. Darüber freuen wir uns natürlich. Die Fahrgäste genießen die Fahrt durch Westfalen, wo es am flachsten ist. Derweil kümmern sich die beiden Zugführer akribisch um die Einhaltung des Fahrplans. Reinhard? Ja, bitte. Wann haben wir Abfahrt in Büdinghausen? 12:06 Uhr. 12:06 Uhr? Ja. Ja, gut. Dann haben wir ja noch einen kleinen Moment Zeit. Ja. Nostalgie auf Schiene und Straße. Die Hammer Museumseisenbahn fährt im Zugleitbetrieb. Das heißt, alle Zugbewegungen müssen vom diensthabenden Zugleiter im Heimatbahnhof in Lippock-Heintrop genehmigt werden. Auch wenn der Zug heute nur eine Nebenstrecke befährt, hat doch die Sicherheit höchste Priorität. Eine Museumseisenbahn ist eine ganz normale Eisenbahn, keinesfalls ein Spielzeug. Zugleiter Lippock-Heintrop für Zug 16, bitte kommen. Zugleiter Lippock-Heintrop für Zug 16, bitte melden. Zugleiter Lippock-Heintrop. Zuglaufmeldung, Zug 16 um 11.32 Uhr in Üntrop. Richtig. Okay. Das Büro des Zugleiters, wie es sich für eine Museumseisenbahn gehört, wird Sicherheit hier nicht mit Computern und modernster Technik, sondern auf die gute alte Art garantiert. Das ist ein Belegblatt für Zugleiter. Daraus kann ich dann entnehmen, ob die Strecke frei ist oder nicht. Eine waagerechte rote Linie mit Richtungspfeil zeigt mir, dass ein Zug auf der Strecke ist und in welcher Richtung dieser fährt. Um welchen Zug es sich handelt, erkenne ich anhand der Zugnummer. Solange dieser waagerechte rote Strich nicht durch einen diagonalen grünen Strich aufgehoben ist, darf kein weiterer Zug in diesen Streckenabschnitt einfahren. Die Bahnstrecke war früher ein Teil der Ruhr-Lippe-Eisenbahn. Sie führte von Hamm nach Soest. Die Erbauer hatten sich Ende des 19. Jahrhunderts nicht nur Hoffnungen auf den Kohletransport von der Zeche Maximilian gemacht. Die Bahn war auch für den Transport von landwirtschaftlichen Gütern aus Westfalen wie geschaffen. Ursprünglich war die Ruhr-Lippe-Eisenbahn eine Schmalspurbahn. In den 20er Jahren wurde mit großem Aufwand auf Normalspur umgerüstet. Heute gibt es hier keinen Regelverkehr mehr. Für Lokomotivführerin Michaela ein Grund für besondere Vorsicht.
Also gerade bei so einer Nebenbahn, da muss man eigentlich ständig die Strecke beobachten, weil ja auf jeder Streckenabschnitt Überraschungen auf einen warten können. Also wir hatten schon Kuhherden im Gleis, Mülleimer im Gleis oder irgendwelche Fußgänger im Gleis. Da gibt es also die verrücktesten Sachen. Und da muss man hinter jeder Ecke mit jemandem rechnen sozusagen. Wir sehen ja auch, wie oft wir hier pfeifen müssen, einfach damit die Anwohner die Eisenbahn wahrnehmen. Pferdestärken bringt die Baureihe 80 auf die Schiene. Nur jeweils einen Bruchteil davon können die echten Vierbeiner aufweisen. Ein 500stel nämlich. Oder exakt ein PS. Der nahe Pferdehof von Oliver Haase und die Eisenbahnstrecke stehen in enger Verbindung miteinander. Ohne die Bahn würde es das Gestüt an dieser Stelle gar nicht geben. Ja, die Eisenbahn und der landwirtschaftliche Betrieb hier waren früher sehr eng miteinander verbunden. Mein Großvater war ursprünglich hier Viehhändler und hat früher schon mit Pferden gehandelt, also vorwiegend aus Ostpreußen Pferde importiert und hier als Arbeitspferde während und nach dem Krieg dann weiter vermarktet. Diese wurden dann vorzugsweise dann eben mit dieser Bahn angeliefert und dann hier auf dem Hof zum Teil auch versteigert oder dann weiterverkauft. Noch etwas Gutes haben die Pferdewagen. Auch für die Fahrgäste gibt es Auslauf. Für einen Bahnhof an der Endhaltestelle hat es nicht gereicht. Gehalten und umrangiert wird auf der grünen Wiese. Und Dampfross und Tierwelt haben noch mehr Gemeinsamkeiten. So eine Dampflokomotive, die hat irgendwie einen eigenen Willen und einen eigenen Charakter. Und man muss schon so eine gewisse Stärke haben, wie bei so einem Pferd, was man einfach zügeln muss und ihm zeigen muss, wer der Herr ist. Und der Herr ist Michaela, ebenso wie Bernd Quante, ihr Vater. Er ist der Betriebsleiter der Hammer Museumseisenbahn. Wir haben also diese Vorstellung Museumseisenbahn und sagen ganz einfach, Zukunft braucht Herkunft. Und wir möchten ganz einfach der Bevölkerung zeigen, wie die Eisenbahn dann wirklich war. Und dabei gibt es eine ganze Menge tolle Erlebnisse. Wir machen ja hier auch so ein Ladegeschäft nach. Und da ist vor Jahren mal ein tolles Ding passiert. Da steht da so eine Mutter mit so einem kleinen Jungen. Und der sagt dann zu seiner Mutter, ich meine, das macht UPS, also UPS, dass die Eisenbahn schon mal Stückgut gefahren hat und dass wir also der Vorläufer waren und das Stückgut und das ganze Kleingutgeschäft früher fast ausschließlich bei der Deutschen Bundesbahn war. Das hat er schon gar nicht mehr gewusst. So. So, Michael, da bremsen in Ordnung. Bremsen in Ordnung. Ich komme dann den Zugleiter an und dann gucken wir mal, was da sein. Alles klar, ich warte auf deinen Abfahrauftrag. Fahrplanmäßig geht es nun zurück Richtung Lippock-Heintrop. Anders als die echte Bahn ist die Museumseisenbahn eigentlich immer pünktlich. Mit im Schlepptau der Hammer Oldtimer Club. So kommt wirklich ein nostalgisches Fahrgefühl auf. Lebendiger waren die 50er Jahre selbst in den 50ern nicht. Stundenkilometer schnell kann Lok 80039 fahren. Ein Klacks im Vergleich zum ICE. Doch wer mit der Museumseisenbahn fährt, hat es ohne dies nicht eilig. Man bewegt sich wie in einem historischen Zeitrahmen. Für alle Oldtimer zählt der Fahrgenuss und nicht das schnelle Ankommen. Autos fahren mit Benzin, aber Dampfloks fahren nicht mit Kohle, sondern mit Wasser. Und darum muss manchmal auf der Strecke nachgetankt werden. Dabei hilft ein, versteht sich, historisches Feuerwehrauto.
Bis hierher hat Bulli die 80039 ihre Arbeit bravourös geleistet. Anerkennung auch von den Fahrgästen, die sich mal wieder die Füße vertreten dürfen. Der Durst des Dampfrosses ist gelöscht. Unser Zug macht sich auf den letzten Teil seiner Strecke. Nur noch wenige Kilometer trennen uns vom Heimatbahnhof. Dabei passieren wir die imposanten Kühltürme des Kohlekraftwerks Schmehausen. Außer der Museumseisenbahn benutzt nur noch das Stromkraftwerk die Eisenbahnstrecke regelmäßig, um sich Kohle liefern zu lassen. Noch so eine Einrichtung, die sich vom schwarzen Element des Ruhrgebiets nicht richtig trennen kann, wie Schaffner Paul Drescher zu berichten weiß. Wir haben da gerade draußen so ein Kraftwerk gesehen. Was ist das für ein Kraftwerk? Das ist das Kraftwerk Schmehausen, was früher mal teilweise als Versuchsatomkraftwerk lief. Das war der sogenannte THTR-Thorium-Hochtemperaturreaktor. Der ist aber nur ein paar Monate in Versuchsphase gelaufen und jetzt ist man total wieder auf Kohle zurückgefahren. Letzter Halt auf der Strecke. Der Zugführer erbittet beim Zugleiter Erlaubnis, in den Bahnhof einfahren zu dürfen. Zugleiter! Hier ist der Zugführer vom Zug 17. Darf der Zug 17 in den Bahnhof Lippock-Heintrop einfahren? Streng nach Vorschrift wird die Antwort wörtlich wiederholt. Wiederhole, Zug 17 darf in den Bahnhof Lippock-Heintrop Gleis 2 einfahren. Am Gleis 2 bitte Vorsicht, es fährt ein der Person zu Groß-Güntrop. Am Gleis 2 bitte Vorsicht. Einfahrt in den Bahnhof von Lippock-Heintrop. Viel Pause wird Bulli im Bahnhof nicht gegönnt. Denn schon warten die nächsten Fahrgäste am Bahnsteig. Und alles läuft reibungslos. Es ist ein gutes Gefühl, wenn man von Pannen und Ausfällen verschont bleibt. Die dreiachsige Dampflok 80039 hat ihre zweite Jungfernfahrt bestanden. Und Lokomotivführerin Michaela sehen wir auch gleich wieder. Mit dem Ölkännchen ist sie unterwegs, kurz fachsimpelnd und immer freundlich. Selbst im Gewusel des Ein- und Aussteigens gerät die vorbildliche Ordnung im Reiseverkehr nicht durcheinander. Auch das unterscheidet die Museumseisenbahn vielleicht von der echten. Endlich gönnt sich die Lokomotivführerin im restaurierten Restaurantwagen eine kleine Besinnungspause, während ihre Kollegen draußen schon wieder am Rangieren sind. Man muss schon sehr verrückt sein, hier zu arbeiten. Aha. Was ist das Schönste hier? Also, es gibt zwei Seiten. Also einmal eben das Miteinander irgendwie. Also ich habe eigentlich einen ganz großen Teil von meinem Freundeskreis auch hier im Verein. Und auch zu der Zeit, als ich in Stuttgart studiert habe, bin ich immer wieder gerne nach Hamm gefahren, weil einfach hier so die Gruppe, da ist ein gewisser Zusammenhalt drin. Und das Zweite ist eben, dass man so die Technik eben so live erleben kann. Das finde ich schon auch klasse. Und es ist auch schön, wenn man geschraubt hat hier, gebastelt hat an so einer Sache und hat dann einfach das Erfolgserlebnis. Wenn man dann sieht, man hat an so einer Lok gearbeitet und die fährt dann nachher, das ist ein unheimlich schönes Gefühl. Technik und Geschichte live erleben. Das können die vielen Fahrgäste beim Streckenfest der Hammer Eisenbahnfreunde. Oder bei den Dampfausfahrten. Die finden zwischen Mai und Nikolaus jeweils an einem Wochenende im Monat statt. Lokführerin Michaela und ihre männlichen Kollegen haben noch einiges zu schippen. 3 Tonnen Kohle werden an diesem Wochenende pro Lok verfeuert.
Viel Rauch wird auf der Strecke zwischen Lippock-Heintrop und Hamm-Üntrop hoffentlich noch zum Himmel steigen. Millionen Liter von Wasser in Dampf verwandelt werden. Jetzt macht sich die Radbord auf den Weg, das gute Stück von 1906. Dampfross 80039 hat sich derweil eine kleine Verschnaufpause verdient. Die Hammer Museumseisenbahn macht freilich keine Pause. Der Fahrplan muss schließlich eingehalten werden. Und die Geschichte lebendig. Thank you.